Guten Morgen, ich bin Chatterbands und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit dem 2015er Dodge Charger SRT Hellcat. Ich habe es ja gestern schon angeteasert, dass wir den Hellcat-Motor diese Woche noch ein zweites Mal sehen werden. Denn ich dachte mir, nachdem wir ja den Magnum gefahren sind, welcher auf dem Charger basiert, dann fahren wir doch heute auch einfach mal den Charger direkt aus. Auch wenn natürlich klar andere Generationen, leicht andere Modellkonfigurationen. Aber ja, wollte ich auf jeden Fall definitiv mal machen hier. Diesen Wagen werde ich heute natürlich präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns auch das Tuning hier natürlich anschauen. Und ja, der Charger ist ein Wagen, der ein bisschen so zwei Seiten hat, finde ich. Er ist, finde ich, ein sehr, sehr cooler Wagen, definitiv. Ich liebe den Charger sehr. Charger ist definitiv auch, wenn ich die Kohle hätte, ich würde mir einen zulegen. Auf jeden Fall. Also, die sind ordentlich günstig, die sind gut haltbar. Also, haben eine sehr krasse Langlebigkeit. Performance ist mir persönlich relativ egal, aber sie haben auch das definitiv. Die Verarbeitungsqualität von denen ist echt nicht schlecht, also bietet alles, was ich für eine Limousine brauche, ehrlicherweise. Deswegen, ja, für mich persönlich definitiv ein absolutes Top-Fahrzeug. Das Interieur gefällt mir auch an sich sehr gut. Ich finde jetzt das Muster, was sie für die Mittelkonsole oder für die Armaturen, besser gesagt, für das Armaturenbrett genommen haben, finde ich nicht so geil. Aber naja, gut, so ist es halt. Das kann man ja an sich noch anders konfigurieren, wenn man möchte. Ich würde sagen, wir starten ihn mal. Ja, und das ist doch der Sound, weshalb man sich eine Hellcat zulegt, meine Damen und Herren. So und nicht anders. Ich habe ja gerade gesagt, der Charger ist so ein bisschen zweiseitiges Fahrzeug. Wie gesagt, auf der einen Seite finde ich ihn sehr, sehr cool, definitiv. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit dem alten Charger hat halt nichts zu tun. Also da muss man auf jeden Fall eine Abgrenzung ziehen und sagen, ja, cooles Auto, ist es ein Charger? Weiß ich nicht so genau. Das muss man wahrscheinlich für sich selber ein bisschen definieren. Jetzt erstmal natürlich ein paar Randinformationen hier zu diesem Fahrzeug. Ich werde natürlich dann im Laufe der Folge auch auf Serie 7 eingehen. Ich habe es ja schon in der Folge gestern erwähnt, dass wir da heute so ein bisschen das Fazit dazu ziehen werden. Wir haben hier unter der Haube einen 6,2 Liter Kompressor aufgeladenen V8-Motor, welcher 717 PS sowie 880 Newtonmeter Drehmoment ausspuckt. Das Ganze auf ein Leergewicht von knapp über 2 Tonnen. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 3,5 Sekunden, gemessen by the way. Die Topspeed liegt bei 333 km/h. Preislich liegt er in etwa bei 57.200 Euro. Das ist gar nicht so viel. Klar, wenn du ihn rüber importieren möchtest, dann kostet auch mal ein bisschen mehr. Aber jetzt der reine Preis eben knapp unter 60.000 Euro. Dieser Kompressor, den wir haben, hat natürlich auch wie beim Challenger Hellcat ist ein 2,4 Liter Kompressor. Wir haben hier auch zwei Schlüssel. Der schwarze gibt 500 PS frei, wenn man es mal ein bisschen langsamer angehen möchte. Manchmal reichen ja auch 500 PS. Na, man ist ja genügsam, wenn man zum Bäcker gerade fährt. Da muss man nicht unbedingt mit dem Burnout losfahren, auch wenn das mit 500 PS genauso gut geht. Aber ja, die Option gibt es auf jeden Fall. Der rote Schlüssel dann gibt eben die vollen 717 PS frei. Der Charger Hellcat war damals die schnellste viertürige Limousine der Welt. Und mittlerweile gibt es natürlich noch einige weitere Versionen vom Charger Hellcat. Es gibt beispielsweise seit einiger Zeit ein optionales Widebody-Kit, was von Dodge selber angeboten wird. Das Ganze ist nicht nur ein visuelles Paket, sondern tatsächlich ist das Ganze dann auch ein Sportpaket. Also der Wagen wird dadurch nochmal ein bisschen steifer, kriegt natürlich eine breitere Spur, dadurch ist er ein bisschen stabiler. Also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Sportpaket, wenn man so möchte, und naja, Dodge ist halt verrückt genug, um das Ganze direkt mit einem Widebody-Kit vom Werk an zu kombinieren. Das machen die halt und naja, warum auch nicht? Und natürlich gibt es auch mittlerweile eine Red-Eye-Version vom Charger, welche dann nochmal mehr Leistung hat, nämlich knapp 90 PS mehr, kommt damit auf 808 PS, was eine ordentlich krasse Steigerung ist, muss man auf jeden Fall sagen. Aber ja, ob man jetzt unbedingt diese 800 PS im Charger braucht, nö. Aber lustig zu haben ist es halt trotzdem, ne? Da kann man sagen, was man möchte durchaus. Wir haben ja natürlich auch ein 8-Gang Automatikgetriebe. Eine handgerissene Version existiert tatsächlich nicht, muss man leider an der Stelle sagen. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen heavy für das Teil. Das definitiv. Und ja, vom Challenger gab es ja dann noch die Demon-Version, welche 840 PS hat. Bis heute die stärkste Version des Challenger. Vom Charger existiert keine Demon-Variante. Das
hat man sich dann noch gesagt, okay, da ziehen wir die Grenze. Das wird dann wahrscheinlich doch ein bisschen arg übertrieben, deswegen ja, wie gesagt. Lediglich vom Challenger gibt es eine 840 PS starke Demon-Variante, die halt damals auch krass limitiert war. Deswegen, ob das jetzt bei einer Limousine so gut funktioniert hätte, weiß ich nicht. Hätte wahrscheinlich so gut funktioniert, wie mein Versuch gerade diese Kurve zu fahren. Nämlich in etwa gar nicht. Ich glaube, das kann man relativ sicher mal so sagen. Aber ja, lustig zu fahren ist auf jeden Fall. Der Charger kam ja damals in Forza Motorsport 6 rein, per DLC. Nachdem der Challenger Hellcat ja bereits im Release drin war. Ich glaube sogar for free, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. War der Charger eben damals per DLC drin, war dann auch in Horizon 3 und 4 zu Release logischerweise dabei. Ist hier in Horizon 5 auch zu Release mit drinnen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, im Gegensatz zum Challenger, der ja ein optionales Widebody-Kit hier im Spiel hat, das Liberty Walk-Kit hat der Charger das hier tatsächlich nicht. Also, letztes Mal, als ich geschaut habe zumindest, könnte sein, dass es mittlerweile hat, ich glaube es aber nicht. Aber ja, das heißt, wir haben hier leider dann auch tatsächlich vom modernen Charger nur die Hellcat-Variante und nicht irgendwie eine SRT8 oder ein RT oder so. Was halt auch cool wäre, das zu haben. Wir hatten in Horizon 2 damals noch den Charger SRT8 392. Das wäre schon cool, wenn der wieder zurückkommen würde. Um halt auch mal eine nicht ganz so extreme Variante zu haben. Wobei es eh witzig ist, finde ich, der Charger und der Challenger Hellcat sind einfach so kranke Fahrzeuge damals gewesen. Und mittlerweile sind die halt so Standard im Spiel einfach. Also das ist halt der Charger, den man fährt. Ne? Das sind halt 700 PS. Ne? Das kann man durchaus so machen. Fühlt sich irgendwie leider nicht mehr so wie was Besonderes an. Und ich glaube, wenn man da noch eine normale Variante hätte, dann wäre das vielleicht noch mal ein bisschen mehr hervorgehoben, was das hier für ein krankes Aggregat ist eigentlich. Ich würde sagen, wir wollen jetzt natürlich den Charger Hellcat nehmen, ihn auf der Teststrecke ausfahren und gucken, wie er sich zeitlich so schlägt gegen andere Limousinen, die wir bereits rübergefahren sind. Der Charger Hellcat steht nun also an der Startlinie und fährt hier los, hat natürlich so ein bisschen Wheelspin, schafft es auch nicht ganz in den 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Knapp eine Sekunde liegt da tatsächlich dann schon mal. Was natürlich nicht unbedingt optimal ist, was allerdings, naja, bei so einem Fahrzeug jetzt auch ehrlicherweise nicht anders zu erwarten ist, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist so sagen. Und ja, wir merken auch auf jeden Fall, der Wagen ist jetzt nicht so ganz für die Rundstrecke ausgelegt, zumindest ohne das Widebody-Kit, und selbst das Widebody-Kit würde vielleicht halt auch ein bisschen mehr Stabilität reinbringen, aber viel mehr an der Stelle dann tatsächlich auch nicht. Ich meine, wie fährt sich wohl eine 2-Tonnen-Limousine auf der Strecke? Sagen wir, was es ist. Ob da jetzt Dodge draufsteht oder Audi oder BMW oder was. Es ist eine 2-Tonnen-Limousine. Das merkst du ja einfach, dass der hier sich nicht so wirklich wohlfühlt. Er fühlt sich wirklich extrem schwer an. Dazu eben auch noch dieses Übersteuern, was er immer so ein bisschen mit sich bringt in so ziemlich jeder Kurve, also auch hier im fünften Gang, musst du echt aufpassen, weil klar, der Wagen ist ein bisschen am Raus untersteuern, aber wenn du halt das Ganze dann doch ein bisschen übertreibst, dann kommt dir da durchaus das Heck, was jetzt nicht unbedingt optimal ist für die Kurvenlage, nur falls das nicht ganz klar sein sollte. Auf der Geraden merkt man dann natürlich doch diese 700 PS, die ihn ordentlich nach vorne schieben, das auf jeden Fall. Aber ja, also zufrieden kann man hier mit der Streckenperformance selbstverständlich nicht unbedingt sein. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen untertourig am Fahren teilweise aus engeren Kurven raus, um einfach gar nicht in Versuchung zu kommen, Wheelspin zu haben, weil, naja, dazu neigt der Wagen, wie gesagt, dann doch relativ schnell. Also manchmal vielleicht dann doch ein bisschen untertouriger, das Achtganggetriebe erlaubt das Ganze aber auch und ist wahrscheinlich auch ein Stück weit darauf dann ausgelegt eben, dass man das Ganze eben so machen kann, wenn man das Ganze denn möchte. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall der große Vorteil liegt natürlich auf der Geraden, die über die Kurven, naja, muss halt auch irgendwie hinwegkommen. Dafür ist er halt letztendlich in keiner Form ausgelegt. Das sollte man ganz klar so betrachten und dementsprechend fährt er sich halt auch hier auch mit ein bisschen Untersteuern auf jeden Fall oben raus dann. Wir haben halt hier jetzt auch nicht wirklich was an Aerodynamik, die anliegt. Ja, wir haben eine kleine Lippe hinten dran, die schon ein bisschen was bringt in den schnellen Kurven dann an Stabilität. Aber jetzt halt auch nicht wirklich so dramatisch viel. Das kann man wohl so sagen. Kommt dann mit 235 km/h über die Ziellinie. Er setzt eine Zeit von 2:39,7
3-4 und ja, ist damit auf einem Level, wo er eigentlich jetzt nicht unbedingt stehen sollte. Audi TTS, nicht RS, der normale TTS. Beispielsweise ist hier zeitlich in der Nähe Mercedes C63S, okay, meinetwegen. Ist dann knapp 13 langsamer. Challenger Hellcat ist ein gutes Stück langsamer, knapp 2 Sekunden, was allerdings hier wahrscheinlich eher daran liegt, dass die Zeit auch ein bisschen älter ist mittlerweile. Ja, ich denke mal gerade auch der Vergleich zum Cadillac CTS-V, den ich an der Stelle hoffentlich eingeblendet habe, ist vielleicht ein bisschen schockierend. Der ist nämlich dann doch gut ein paar Sekunden nochmal schneller. Ja, 4 Sekunden um genau zu sein. Und woran liegt das? Naja, relativ simpel. Ich habe es ja gerade schon mehrfach angerissen. Der Hellcat hat ein großes Problem. Dieses Problem nennt sich Masse. Und das Ganze sorgt eben dafür, er hat wahnsinnig Power auf der Geraden. Das merkst du auch auf jeden Fall. Aber ihm geht am Start sehr viel Zeit weg, weil er einfach echt nicht schnell von 0 auf 100 ist hier im Spiel. Wir haben eben vor allem allerdings nicht die Möglichkeit, mit der Hellcat Geschwindigkeit um die Kurven mitzunehmen. Und das ist das große Problem. Wir müssen so viel Geschwindigkeit aus den Kurven rausnehmen, um den Wagen irgendwie um die Kurve zu kriegen, dass das Ganze dazu führt, dass eben diese krasse Beschleunigung, die er hat, ihm im ersten Moment gar nichts bringt, weil ich erstmal auf die Geschwindigkeit hochgehen muss, mit der andere Fahrzeuge schon um die Kurve gegangen sind. Und erst ab dann bringt ihm die Beschleunigung was, was halt auf der Teststrecke, naja, nicht unbedingt optimal ist, weil hier hast du einfach sehr viele schnelle Kurven, wo du durchaus einfach die Power mitnehmen musst. Das ist nicht unbedingt, ja, das ist nicht unbedingt optimal, sagen wir an der Stelle einfach mal. Aber ja, so ist es halt letztendlich. Ich würde sagen, dafür wollen wir natürlich Hand anlegen an den Wagen und gehen mal zum Tuning rüber. Schauen mal, was wir da abändern können und werden. Wir können Motorswap machen. Ja, geil. Warum sollte ich einen Hellcat-Motor ausbauen wollen? Das ergibt keinen Sinn, Playout Games. So, ja, wunderschön. Wir sehen es alle. Es ist ein absoluter Traum, meine Damen und Herren. Ich bin bei immer noch enttäuscht, dass wir hier kein Blaulicht haben, aber ich glaube, den Wagen CVR-ready zu machen, wäre sowieso noch eine andere Herausforderung. Er hat nur Straßenreifen. Das alleine kann halt auch schon mal ordentlich was ausmachen. Wenn man der Hellcat dann Sportreifen gibt, ist das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser. Ich würde in dem Fall aber tatsächlich auf Semisnakes gehen. Ich glaube, die sind hier bei dem Fahrzeug nicht nur gerechtfertigt, sondern auch benötigt, ehrlicherweise. 275er vorne ist gar nicht so schmal. Wir gehen trotzdem auf 295er. Und hinten hätte ich tatsächlich gerne 345er dann. Um da ein schönes Verhältnis herzukriegen. Wie gesagt, wir haben leider nicht das Wildbody-Kit. Finde ich schade. Das hätte ich tatsächlich sehr... Ja, wir gehen auf den 7-Gang-Getrieb runter. Das hätte ich tatsächlich sehr gefeiert, wenn wir hier das Wildbody Kit noch reinbekommen hätten als optionales Anbauteil, aber naja, vielleicht kriegen wir irgendwann einen Charger Red Eye und der hat dann sowieso das Wildbody Kit, also das könnte ja durchaus passieren, fände ich persönlich auf jeden Fall sehr cool, muss ich sagen, also das würde meinen Geschmack auf jeden Fall treffen. Gewicht können wir auf knapp 1,6 Tonnen runtergehen. Ich glaube, wir gehen mal auf knapp 1,8 runter und durch Motorteile werden wir sowieso noch mal ein bisschen was rausholen. Wir gehen leistungstechnisch, ja, wo gehen wir denn hin? 780, 790, irgendwas in dem Dreh. Wir hören uns erstmal Abgasanlagen an. Da sind wir dabei. Also das nehmen wir doch einfach mal mit. So, ja, ich würde schon sagen, so Richtung 780, wenn wir da ungefähr hinkommen. Bitte relativ genau hinkommen. Na, komm. Come on. Mein innerer Monk möchte jetzt echt nicht schreien heute. Ach Mann. Ja, komm, 775 reicht. Dann übertreiben wir jetzt heute halt mal nicht. 775 PS auf 1,8 Tonnen, ja. Ich merke es auch gerade selber, wir übertreiben heute mal nicht. 775 PS, Ich kann auch nichts dafür, wenn Dodge von Haus aus schon übertreibt. Das ist nicht mein Fehler. Wir gucken uns mal Designs an.
ob es da was Feines gibt. Ich habe natürlich das Lucifer-Design, aber das werde ich an der Stelle jetzt heute mal nicht drauf ziehen, weil das hier heute, was wir fahren, ist nicht Lucifer. Das hier ist tatsächlich, glaube ich, sogar das Red-Eye-Design. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber wir fahren hier gerade kein Red-Eye. Ja, hier Hellcat Whitebody, so ein bisschen Plum Crazy in die Richtung vom Design. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir lackieren ihn jetzt erstmal ein. Aber wen nehmen wir denn? In Blau ist halt auch geil, finde ich. Silber ist halt böse. Das Silber ist halt schon sehr, sehr böse, finde ich. Das würde ich jetzt einfach mal nehmen. Ich würde dann vielleicht wirklich die Haube sogar ja, so halbglänzend schwarz machen. Ja, vielleicht die Lippe hinten auch. Oh ja, doch, warum nicht? Und die Felgen dann vielleicht noch ein bisschen anders einlackieren, oder? Boah. Ich bin ja eigentlich echt selten ein Fan von dunklen Felgen. Aber ich finde, die Symphonie mit der matten Haube passt einfach, oder? Doch, das nehmen wir so. Das passt. Damit haben wir eine wunderschöne Hellcat. Ist halt auch wild. Das Ding kam damals auf den Markt. Also der Challenger Hellcat war der erste. Der Charter kam ja, glaube ich, ein Jahr später erst. Kam damals auf den Markt. Hat alle begeistert. Weil das war halt einfach ein krankes Teil. Da gab es wenige Fahrzeuge damals, die mehr Leistung hatten. Wir sind hier leistungstechnisch, um das mal in Verhältnis zu setzen. Wir sind hier leistungstechnisch bei Supersportwagen wie dem 27S oder 488 Pista. Ich habe noch nie den Heckflügel von meinem Auto abgeändert. Krass. Ne, einfach nur wirklich, um das mal in Szene zu setzen, von welchem Leistungsgebiet wir hier eigentlich reden. Und Chrysler dachte sich damals halt wirklich einfach, okay, ihr mögt diesen Motor, wir hauen den jetzt einfach überall rein. Durango, Trailcat, Trailcat eigentlich auch. In den Grand Cherokee beispielsweise, in den Charger, komm, überall wo er reinpasst, packen wir jetzt mal einen Hellcat-Motor rein. Weil, warum nicht? Funktioniert halt grundlegend immer, kann man sagen, was man möchte. Aber hey, ne, wenn es Spaß macht, und das macht es auf jeden Fall, dann macht Spaß. Das definitiv. Ja. Ich wollte ja in der Folge auch über Serie 7 reden. Was ich so von Serie 7 insgesamt halte. Ich muss mir jetzt erstmal kurz wieder Revue passieren lassen, was wir in Serie 7 alles hatten. Wir hatten die Ferraris. Wir hatten den Testarossa, also der 512 TR. Wie gesagt, nicht ganz der Testarossa. Der zurückgekehrt ist, der war ganz nett auf jeden Fall. Auch wenn ich da, wie gesagt, immer noch den normalen Testarossa ein bisschen mehr gefeiert hätte. F8 Tributo und SF90, klare Highlights aus der Serie, wie ich finde. Beides sehr, sehr, sehr geile Fahrzeuge. Ich sehe ihn vor Augen, ich komme aber nicht gerade nicht auf den Namen. Der 250 GT Benetton Lusso, genau, das war der Name. Auch ein sehr geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Cool auf jeden Fall, dass der wieder hier zurückgekehrt ist. Und der andere Ferrari, den wir hatten, der fünfte. Es liegt mir auf der Zunge, welcher es war. Ich kann mich gerade null dran erinnern. Was war der andere Ferrari noch, mit dem wir reinbekommen hatten? Es waren fünf Stück. Der California, genau. Der California T. Ja, auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall cool, dass er wieder da ist. Würde ich jetzt auf jeden Fall mal so sagen. War auf jeden Fall auch performance-technisch ganz nice, definitiv. Also ja, die Fahrzeuge in der Festival-Playlist waren auf jeden Fall insgesamt cool. Klar, das waren jetzt auch wieder drei, die wir halt in Horizon 4 schon hatten, die jetzt nicht wirklich ein Update bekommen haben in Horizon 5. Das einzige große Update war, dass der California jetzt halt in der Open World das Dach auf und zu machen kann. Ja, okay, gut, das habe ich jetzt ehrlicherweise auch erwartet. Bei den anderen, wie gesagt, war jetzt halt nicht wirklich was Neues mit dabei. Waren nette Fahrzeuge auf jeden Fall, die drei, die zurückgekommen sind. Aber die hätten halt auch zu Release drin sein können, finde ich. Der F8 Tributo und der SF90 Stradale, beides halt sehr geile Fahrzeuge auf jeden Fall. Der Carpass
muss ich jetzt ein bisschen zwiegespalten sehen. Der Tacoma, muss ich ehrlich sagen, ist ein Wagen, wenn der jetzt nicht reinkommt, wäre es hätte mich nicht interessiert. Also unter keinen Umständen hätte ich mir jetzt irgendwann mal gesagt, okay, wir brauchen jetzt unbedingt noch einen Tacoma im Spiel. Dafür ist er mir einfach doch ein bisschen zu nah am Tundra dran. Ja, ist da eher eine subjektive Sache für mich persönlich. Weil ich auch jemand bin, der beispielsweise einen Huracan Evo sehr geil findet, obwohl wir den normalen Huracan schon hatten. Wie gesagt, ist nur eine persönliche Sache, dass ich den Tacoma jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Und tuningtechnisch bietet er mir jetzt halt auch jetzt nichts, was mir der Tundra jetzt nicht unbedingt bietet. Ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die den ganz cool finden, deswegen fein auf jeden Fall für die Leute dann. Ich persönlich hätte auf den Tacoma auf jeden Fall verzichten können. Selbiges muss ich sagen für den Nissan, den Recep-Set Safari. Der war ganz nett für eine Folge auf jeden Fall. Ich zweifle aber an, dass ich ihn nochmal auspacken werde. Er ist halt auch so ein Wagen, den ich einmal fahren werde und danach nie wieder. Dasselbe trifft wahrscheinlich für den Magnum leider zu. Der Magnum war nice auf jeden Fall. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Der hat auch definitiv ein paar Tuning-Möglichkeiten, mit denen ich nicht so ganz gerechnet hätte. Gerade auch der Viper-Motor. Finde ich cool, dass man den einbauen kann. Aber ja, ist halt auch tatsächlich einer, den fahre ich einmal und dann werde ich ihn wieder anpacken. Der Wagen, der mich da aus dem Carpass wohl noch so, ja, überraschenderweise am meisten abgeholt hat, ist tatsächlich dann der Lightning. Der hat an Tuning-Möglichkeiten alles, was du haben möchtest eigentlich. Da kannst du den geilen Drifter draus bauen, was wir gemacht haben. Du kannst den geilen Performance-Wagen draus bauen, was wir gemacht haben. Und du wirst dir daraus halt auch einen geilen Offroader draus bauen können. Was ich jetzt halt bisher noch nicht gemacht habe. Was ich aber auf jeden Fall irgendwann noch machen werde. Vielleicht mal in einem Stream oder so. Aber da wird das Ganze auf jeden Fall passieren. Also der Lightning holt mich da noch definitiv aus all den Fahrzeugen, die wir da im Carpass hatten, mit am meisten ab. Insgesamt, die Carpass-Reihe der Serie 7 ist halt, muss ich sagen, eher so meh. Das waren halt nette Fahrzeuge für eine Folge. Aber viel mehr halt nicht. Mit dem Magnum mache ich vielleicht nochmal eine Drift-Folge oder so. Oder vielleicht packe ich nochmal ein CVR aus, aber ja, keine Ahnung. Also da war jetzt halt im Carpass jetzt nicht wirklich ein Highlight mit dabei, muss ich sagen. Also das waren jetzt alles nicht so unbedingt die Fahrzeuge, wo ich mir gesagt habe, boah, geil. Endlich ist der hier dabei und der mir dann auch dementsprechend den Fahrspaß geliefert hat. Also ja, keine Ahnung. Da hatten wir auf jeden Fall schon bessere Serien, wie ich finde. Und ich würde sagen, Serie 7 insgesamt, wenn ich jetzt Carpass und, meine Verbindung wurde unterbrochen, sehr schön. Wenn ich jetzt Carpass und Festival Playlist zusammennehme, dann ist die Festival Playlist halt für mich persönlich klar das Highlight. Weil die Modelle, die reingekommen sind, eben, die halt neu in Vorsät sind, mit eben dem F8 Tributo und dem SF90 Stradale, beides halt absolute Top-Wagen sind, wie ich finde. Die auch schön umgesetzt sind hier im Spiel. Der SF90 Stradale vielleicht mit ein bisschen wenig Tuning-Möglichkeiten, aber ansonsten sind die halt beide top und auch die Fahrzeuge, die zurückgekommen sind, sind halt für mich coole Fahrzeuge auf jeden Fall. Ist ein bisschen schade mit dem Carpass tatsächlich. Ich werde ja sowieso noch ein Video machen, wo ich mal über den Carpass allgemein rede. Dass wir halt jetzt relativ wenige Highlights bisher hatten. Ich hoffe, dass Serie 8 da ein bisschen was ändern wird mit dem M8, mit dem RS5. Eventuell auch mit dem RS3, falls der gerade Tuning-Möglichkeiten hat. Und auch der Pickup könnte mich tuning-technisch extrem überzeugen. Wobei ich beim Pickup sowieso der Meinung bin, wenn ich da mal recherchiere, dann werde ich da auch einige interessante Sachen dazu erfahren, die ihn bei mir persönlich noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund heben. Aber ich hoffe mal auf jeden Fall, oder ich gehe fast schon davon aus, dass das Serie 7 toppen wird. Weil, ich bin ehrlich, ich hatte jetzt bei Serie 7, ja, es ist leider eine sehr mittelmäßige Serie. Es ist jetzt keine schlechte Serie, aber es ist auf jeden Fall, muss ich persönlich sagen, für mich die Definition von mittelmäßig. Das ist halt leider einfach so. Aber ja, wie gesagt, da werden wir mal gucken,
dass Serie 80 da eventuell ein bisschen besser wird. Schreib mir gerne mal deine Meinung zu Serie 7 auf jeden Fall. Jetzt rein von den Fahrzeugen her. Unten in die Kommentare rein. Ich glaube, Features ist ja sogar in Serie 7 gar nichts wirklich reingekommen. Auch in Serie 8 nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Auch die Bugfixes gehen ja mittlerweile leider sehr stark zurück. Obwohl Horizon 5 leider, gerade was jetzt die Server angeht, immer noch weit weg ist von einem akzeptablen Zustand, wie ich finde. Also Singleplayer, muss ich sagen, funktioniert zwar mittlerweile sehr gut. Also da habe ich jetzt relativ selten irgendwie krasse Bugs oder so. Da haben sie auf jeden Fall schon einiges gemacht. Aber gerade der Multiplayer, ey, das ist immer noch schlimm. Wenn wir Respawn beispielsweise aufnehmen und jetzt aus einer Veranstaltung rausgehen, das dauert halt erstmal, bis alle synchronisiert sind. Du kriegst oben eine Fehlermeldung, da musst du die ganze Zeit bestätigen, dass du dann halt in die Lobby irgendwann auf gut Glück reinkommst. Also 12-Spieler-Lobbys funktionieren halt bei sowas überhaupt nicht. CVR Most Wanted beispielsweise können wir immer noch nicht machen, einfach weil die Synchro halt nach wie vor nicht funktioniert für 12 Spieler. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich mir denke, da müssen halt auch mal ein paar mehr Bugfixes serverseitig kommen. Und da kommt halt leider aktuell relativ wenig. Finde ich sehr schade. Ich verstehe ehrlicherweise nicht, wie Player und Games sich hinstellen kann und sagen kann, sie sind zufrieden mit dem Zustand des Spiels. Keine Ahnung. Verstehe ich ehrlicherweise nicht, wie man damit zufrieden sein kann. Wie gesagt, Singleplayer-seitig, ja, funktioniert zum Großteil, obwohl ich da im Red Dead auch immer wieder so Nummern sehe, wo ich mir denke, Alter, das kann echt nicht sein. Als Beispiel, dass es halt immer noch ein Fehler ist, der regelmäßig passiert, der in Horizon 4 schon aufgetreten ist. Dass man bei Carpass-Fahrzeugen, dass man die teilweise einfach nicht abholen kann. Obwohl die, obwohl der Wagen schon released ist, teilweise seit Tagen oder Wochen. Also ich sehe immer noch Leute, die teilweise den Toyota Tacoma noch nicht abholen können. Was halt, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach echt nicht sein kann. Aber ja, muss man mal schauen, ob da eventuell nochmal irgendwas in die Richtung passiert, ob da noch mehr Bugfixes kommen oder nicht. Ich hoffe ja auf jeden Fall. Aber ich denke mal, dass da eventuell nach den Expansions vielleicht ein bisschen mehr passiert. Ich hoffe es einfach. Ich kann da tatsächlich nur hoffen und glücklich sein über alles, was wir aktuell machen können. Das ist nämlich das Einzige, was ich gerade hier in der Situation machen kann. So, der Charger an sich, jetzt mit dem Tuning, ist natürlich immer noch relativ schwer, ne? Wiegt immer noch über 1,8 Tonnen. Deswegen ein bisschen merkst du die Masse halt auf jeden Fall noch. Das Getriebe, das wir jetzt hier eben, das 7-Gang-Getriebe haben, hilft auf jeden Fall sehr stark rein, dass wir die Leistung besser kontrollieren können, weil wir das Getriebe jetzt halt ein bisschen länger noch haben. Das ist halt der große Nachteil im 8-Gang-Getriebe. Ja, du kannst unter Touring fahren. Das macht das Fahrverhalten allerdings insgesamt ein bisschen, ja, ekelhaft, finde ich fast schon. Weil man halt jetzt immer so ein bisschen fast schon raten muss, welchen Gang man verwenden muss jetzt für die nächste Kurve. Das ist halt meiner Meinung nach nicht unbedingt ideal. Sagen wir es, wie es ist. Aber insgesamt, wie gesagt, kann ich jetzt mit dem Fahrverhalten hier jetzt erstmal zufrieden sein. Ich denke trotzdem, dass so ein paar Feinheiten eventuell noch gehen. Ich möchte gerade mal im Reifendruck vor allem noch ein bisschen runtergehen. Weil mir gerade auch aufgefallen ist, dass die Reifen doch ordentlich überhitzen. Und ja, das macht in Forza zwar nicht viel aus. Eigentlich ist es kaum spürbar. Aber ich denke auch, dass wir dann, wenn wir ein bisschen mehr Auflagefläche dadurch haben, warte mal, hier wollte ich hin, dass das auch sich für die allgemeine Kurvenlage eventuell noch ein bisschen besser auswirken wird. Gleichzeitig würde ich nochmal vom Sturz her ein bisschen runtergehen. Für ein bisschen mehr Stabilität. Ich würde vielleicht auch mal die Heckstabis noch ein bisschen weicher stellen und auch die Frontstabis tatsächlich so einen Tacken. Genauso wie ich auch die Federn am Heck vielleicht nochmal ein bisschen weicher stelle, dass wir aus den Engkurven einfach nochmal ein bisschen angenehmer rausbeschleunigen. Dafür die Dämpfer am Heck ein bisschen härter noch. Und ja, Differential ein bisschen mehr sperren, ein bisschen mehr öffnen bei Beschleunigung und Verzögerung. Und dann sehen wir, dass wir hier kein Rennen in der Nähe haben. Da unten Straßenszenenrennen kommt, das kann man fahren. Das bin ich, glaube ich, sowieso jetzt noch nicht so häufig bisher gefahren. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und dann fahren wir auch mal gegen andere Konkurrenz als, naja, Modern Muscle. Weil, naja, die Modern Muscle Kategorie
funktioniert ja an sich nicht unbedingt optimal. Ich bin mit der Modern Muscle Kategorie extrem unzufrieden. Ich bin der Meinung, die könnte man auf jeden Fall auflösen und alle Fahrzeuge in andere Kategorien reinschmeißen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, Gott. So, Driftzonen sind halt auch immer tatsächlich ein schöner Weg, um rauszufinden, wie stabil der Wagen liegt. Wenn man ihn halt um die Kurven prügeln kann, ohne Driftpunkte zu sammeln, dann ist das grundlegend kein schlechtes Indiz. Also, kein Scheiß, das mache ich tatsächlich relativ häufig, dass ich die Fahrzeuge einfach mal durch Driftzonen bewege und gucke, ob da das Ganze so passt oder nicht. Also, das sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Nicht nur Blitzer. Ich finde sogar, Driftzonen sind fast noch besser geeignet als Blitzerzonen, um die Performance von einem Fahrzeug rauszufinden. Würde ich wirklich so sagen. Weil in Blitzerzonen die Geschwindigkeitswerte bringen dir im Endeffekt nichts. Außer du legst es halt wirklich eine Vergleichstabelle an zu anderen Fahrzeugen. Aber ansonsten bringt dir die jetzt relativ wenig. Da bringt dir eine Driftzone allein die Stabilität rauszufinden, finde ich persönlich doch auf jeden Fall deutlich mehr. Aventador SVJ, ja, jetzt sprecht ihr doch meine Sprache. Endlich mal sinnvolle Konkurrenz für einen Dodge Charger. Finally, a worthy opponent. Our battles will be legendary. Ja, 0 auf 100 geht halt immer noch echt nicht wirklich gut. Also immer noch hinter der Serienangabe. Aber gut, serienmäßig. Also die Angabe der Realität ist halt unter idealen Idealbedingungen passiert. Das kann man bloß so sagen. Die haben wir hier jetzt gerade nicht unbedingt. So, down the inside von dem EP110. Kein Problem. Da vorne sehe ich einen 650S. Den wollen wir uns natürlich auch holen. Uiuiui. Und ein Ford GT. Ja, guck mal, das sind doch mal hier Konkurrenzprodukte. Ich sag es euch. Ich meine, leistungstechnisch sind wir gut dabei hier. Leistungsgewicht ist eine andere Nummer. Das war ein KO auf dem Jeep. Ich habe ehrlicherweise gehofft, ich komme innen vorbei. Nein. Die müssen aber halt auch echt immer im Apex stehen, die NPCs. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Oh oh. Ja, gut. Die Kurve kommt ein bisschen früher und ist ein bisschen enger, als ich dachte. Ich sag's, dieses. Was das für eine Aktion? Einfach mit mir das Heck wegschieben. Knallharter Beschieß. Ist ein GTR da vorne jetzt ein bisschen weiter weg. Natürlich, klar, der hat Allrad. Ich habe gehört, Allrad hilft aus engen Kurven raus gegenüber Heckantrieb. Ist aber nur, oh Gott, nur so ein Gerücht. Aber dafür hilft halt das Gewicht, wenn man einen T-Bone Takedown machen möchte. In Burnout Paradise wäre das ein Takedown gewesen, ich sag's euch. Kein Problem. Ja, damit ist halt einfach bewiesen, ein Dodge Charger Hellcat ist halt schneller als alle modernen Supersportwagen. Sagen wir es, wie es ist. Ganz klares Beweisstück hier gerade. Also man merkt ihm halt die Masse echt immer noch an, also das ist schon schwierig, sagen wir mal. Ich würde den Begriff schwierig wählen tatsächlich. Right. Ja, wie viel Speed wir einfach aus den Kurven immer noch rausnehmen müssen. Also klar, mit der krassen Gewichtsreduktion von 1,6 Tonnen wäre er halt deutlich besser auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hätte mir das Feeling an dem Wagen ein bisschen zu sehr zerstört. Ich wollte es ja noch ein bisschen so halten, wie er serienmäßig ist. Nur halt eben besser machen. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall hier sehr gut geschafft, würde ich sagen. Also da sind wir eigentlich gut dabei, finde ich persönlich. Auch interessant, dass die alle eine Vollbremsung machen scheinbar. Anders kann ich mir den Sound gerade nicht erklären. Aber gut. Meine Damen und Herren, ich würde damit sagen, das war's dann mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über Daumen nach oben und ein Abo freuen. Schreib mir, wie gesagt, gerne deine Meinung zum Charger Hellcat. Natürlich zum einen in die Kommentare, aber auch zur Serie 7.
Bis zum nächsten Mal. Servus.